So Leute, Konrad wieder hier. Nach, ich will jetzt gar nicht wissen, wie viele Tage, Wochen es waren, seitdem ich mein letztes Video gemacht habe. Aber ich bin back am Start, Leute. Mein Rechner steht. Ich habe jetzt eigentlich alles eingerichtet, um streamen zu können. Werd höchstwahrscheinlich heute schon damit anfangen. Zumindest dieses Wochenende. Also wenn ich heute noch, dann auf jeden Fall morgen. Denkt, es wird alles so ein bisschen testmäßig, obwohl ich eigentlich schon alles eingerichtet habe. Ich habe mir ein schönes Overlay gemacht und so weiter. Die ganzen Streamlab-Apps und ja, Gott weiß, was es alles gibt. Habe ich mir versucht, so zusammenzustellen, dass es doch recht ansehnlich wird, hoffe ich dann. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich auch auf YouTube streamen werde. Also ich werde definitiv auf Twitch streamen. Also geht schon mal auf Twitch Conorado. Könnt ihr auch schon mal gerne abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Nee, nicht abonnieren. Wie heißt es auf Twitch? Followen, genau. Abonnieren gibt's auch, aber ja, das würde ich sagen, habe ich mir erst verdient, wenn ich dann auch wirklich wieder offiziell am Stream bin. Und kann sein, dass ich dann gleichzeitig noch auf YouTube stream. Muss mal gucken, ob das alles so hinhaut, wie ich mir das vorstelle, aber definitiv auf Twitch. Und als Spiele habe ich mir vorgenommen zu zocken, hauptsächlich als allererstes Apex Legends und höchstwahrscheinlich doch ein bisschen Overwatch. Das sind, glaube ich, mal so die zwei Hauptshooter, die ich spielen werde. Wahrscheinlich auch noch dann die älteren Call of Duties, also Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, um mich so ein bisschen schon mal warm zu machen dann für den Modern Warfare Teil, der dann Ende des Jahres rauskommen wird. Aber ich bin hauptsächlich Gamer, also ich bin kein Purist, was FPS betrifft. Also ich zock alles Mögliche und ich habe eben dann eigentlich so das mir vorgenommen, andere Spiele zwischendurch immer mal wieder zu bringen. Ja, Kampagnenspiele hauptsächlich. Also ich habe mir jetzt den Xbox Game Pass geholt oder wie das heißt für den Computer. Ist ein Abonnement, das, was man sich jetzt holen kann. Ist so ähnlich wie Netflix, falls ihr das noch nicht kennt. Kostet momentan 1 Dollar, also wenn ihr euch das holen wollt, bis, glaube ich, zum 17. könnt ihr das noch euch abonnieren. Und ihr kriegt dann alle möglichen Spiele zur Verfügung, die ihr dann eben in diesem Monat spielen könnt. Danach kostet es, glaube ich, 4 Euro. Und als Games gibt es ja momentan eigentlich schon ganz gute Dinge. Also Metro Exodus will ich definitiv zocken. Dann eventuell noch Wolfenstein 2. Guacamelee, falls das jemand kennt, den zweiten Teil, den will ich definitiv zocken. Hab den ersten damals auf der PS3, PS4 komplett durchgezockt mit den ganzen Trophäen und so weiter. Hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und ja, dann halt einfach mal gucken, so zwischendurch, was es noch gibt. Hab mir noch hier und da ein paar andere Spiele gekauft. Wie heißt's? Hellblade, Senua's Sacrifice. Gibt's übrigens mittlerweile auch in dem Microsoft Store. Also wenn ihr euch das Abonnement holt, habt ihr das auch. Ja, und sonst, ja, mal gucken. Also ich weiß nicht, eigentlich wollte ich Fortnite zocken, aber ich habe mittlerweile mega Probleme, da überhaupt noch klarzukommen in dem Spiel. Auf PC ist es halt schon richtig krass, was die ganzen Tryhards betrifft, finde ich persönlich. Ja, und da einfach klarzukommen, wenn man nicht ständig das Spiel am Zocken ist, ist gar nicht so einfach. Da sich da immer so viel verändert und ja, man muss da immer krass am Ball bleiben, um auf dem Laufenden immer zu sein, was sich verändert hat und ist nicht immer ganz so cool. Deshalb glaube ich, bleibe ich hauptsächlich jetzt erstmal mit Apex Legends. Ist ein Spiel, was ich eigentlich ziemlich geil finde, aber ich finde es halt richtig frustrierend, dass es immer noch Hacker in diesem Spiel auf PC gibt. Und auch das Report-System ist relativ schlecht gemacht. Also da gibt es schon viele Sachen, die mich eigentlich frustrieren. Aber ich würde doch gern versuchen, das so mehr oder weniger zu meinem Hauptspiel zu machen. Und für meinen YouTube-Kanal würde ich dann wahrscheinlich das so machen, dass von Multiplayer-Spielen ich mir dann immer so die besten Sachen raushol. Und ja, entweder einfach nur Gameplays hochlade oder einfach die Gameplays dann benutze, um Themen-Commentaries zu machen. Aber es sollte auf meinem Kanal hauptsächlich, glaube ich, um FPS sich handeln. Also ich werde mein Möglichstes versuchen, um ja hauptsächlich mit den Spielen Videos zu machen, die ich halt auch am meisten zocke. Also wie gesagt, das sollten dann schon eigentlich FPS-Spiele sein. Und jetzt vor allem, wenn dann die Neuigkeiten zu den neuen oder beziehungsweise zum neuen Modern Warfare-Teil rauskommen sollten, werde ich definitiv auch nochmal ein paar Videos dazu machen. Und ja, zu meinem Rechner an für sich habe ich noch gar nicht so viel drüber geredet. Ich will definitiv mal ein Video dazu machen, wenn alles steht. Also noch ein paar kosmetische Sachen wollte ich verändern. Ich finde, der sieht so schon ganz cool aus. Hat so auch ein paar Gamer-Aspekte. Seht ihr dann definitiv in ein paar Bildern und Videos, in kommenden Videos definitiv. Aber ich kann euch schon mal sagen, was verbaut ist. Also falls euch das interessiert. Ich habe von AMD mir den Ryzen
2600 geholt. Der war vor ein, zwei Monaten ja noch ein bisschen teurer, als das jetzt ist. Aber ist eigentlich ein verdammt guter Prozessor, vor allem wenn man auch Videos damit rendert und so weiter. Bin ich eigentlich super zufrieden. Könnte natürlich zum Zocken ein bisschen besser sein. Deshalb habe ich definitiv vor in wahrscheinlich ein, zwei Monaten, wenn dann die neuen AMD-Prozessoren rauskommen, nochmal zu upgraden. Hol mir dann höchstwahrscheinlich den 12-Kerner. Weiß ich aber noch nicht so ganz genau. Warte ich erstmal ab, bis die ganzen Reviews rauskommen und sagen, ja, ob sich's lohnt oder nicht. Und als Grafikkarte habe ich eigentlich einen ziemlich geilen Deal bekommen für eine RTX 2060. Und zwar damals in Saturn hat es vor ein paar Wochen eine Aktion gegeben, wo es für 360 Euro eine RTX mit Maus und Mauspad gab. Die habe ich dann wieder verkauft und insgesamt dann ungefähr 300 Euro für eine RTX 2060 gezahlt. Ist eigentlich ein ziemlich guter Preis. Die werden wahrscheinlich demnächst auch an für sich wieder billiger werden, weil neue Nvidia-Modelle rauskommen werden. Aber ich glaube trotzdem, für 300 Euro wird man die nicht bekommen. Von daher bin ich eigentlich ganz stolz drauf, so ein gutes Schnäppchen gefunden zu haben. Und generell bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Rechner. Hab, wie gesagt, jetzt eigentlich alles eingerichtet. Auch zum Stream ist alles richtig stehen mit meinen Overlays und mit meinen ganzen Streamlab-Verlinkung und so weiter. Wie gesagt, heute oder morgen will ich dann definitiv ein bisschen streamen und dann könnt ihr euch dann auch mal selber ein Bild davon machen. Werde definitiv auf YouTube nochmal ein kleines Video posten, falls ich nur auf Twitch streame. Aber wie gesagt, auf Twitch. Keine Ahnung. auf jeden Fall unter Condorado findet ihr mich auf Twitch. Und ja, ich würde auf jeden Fall mich freuen, euch dann da zu sehen und ich denke mal, jetzt im Hintergrund gab es auch zu den ganzen Spielen, die ich hoffentlich bringen werde, auch ordentliche Gameplays, um euch schon mal so ein bisschen Appetithäppchen leicht präsentieren zu können, die ich euch dann hoffentlich im Stream auch so präsentieren kann. Gut Leute, das ist eigentlich so viel dazu. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und wenn nicht, ja, Pech gehabt, muss ich den Tag nochmal ein Video machen. Würde sagen, Leute, wir sehen uns dann live hoffentlich heute oder zumindest dann morgen und sehen uns dann wieder. Bis dann, haut rein und tschüss.